ausgereifte und auch inhaltlich auch technisch ansprechende Beiträge von allen, die teilgenommen haben, ob das jetzt jüngere Teilnehmerinnen waren oder ältere, wirklich tolle Leistungen. Also an den Beiträgen hat mich eigentlich am meisten erstaunt die Bandbreite der Ideen. Ich habe das sehr faszinierend gefunden, sind doch sehr junge Leute, Kinder fast teilweise, ja, die sich da sehr viel Gedanken gemacht haben zu den einzelnen Themen. Und dieses Spektrum hat mich eigentlich sehr imponiert. Einfach so wissen, was sie machen und auch wie sie es umsetzen und dass einfach das Mitmachen, dass sie so viel mitgemacht haben. Es wurden sehr viele Klimaschutzthemen bearbeitet, Energiethemen auch und Mobilitätsthema, Konsum und Abfallvermeidung. Es war eigentlich alles vorhanden. Also es ist gelungen, bei den Beiträgen, dass wirklich punktuell wichtige Themen das zum Thema Klimaschutz beleuchtet worden sind. Aber das Thema an sich ist einfach viel zu breit. Das heißt, das kann man nicht erwarten, dass das in einem kurzen Clip alles berührt wird. Und das ist wirklich auch eben punktuell durchaus gelungen. Dieser Zukunftsaspekt war für mich jetzt ein bisschen weniger vorhanden, aber da arbeiten wir eh alle gemeinsam daran, das ist auch okay. Wenn da jetzt nicht die Lösung angeboten wird, ist auch nicht gedacht, sondern es soll ja jeder eben eh seinen privaten Beitrag filmen und das kann man eben in der Umgebung, in der man ist, und da spielt Radfahren rein und regionale Lebensmittel essen, diese Dinge, und das wurde schon sehr klar verdeutlicht, auch mit Unterschied vorher, nachher. Das Ausschlaggebende beim Gewinnerfilm war auf jeden Fall die Berührung, die er in mir ausgelöst hat. Es geht von meiner Sichtweise aus ja nicht darum, den Inhalt so sehr zu beurteilen. Dafür sind die anderen da. Mir ging es eher darum, darauf zu schauen, berührt mich als Publikum dieser Beitrag. Und das ist bei dem gelungen. Gute schauspielerische Leistung bei dem jungen Mann, würde ich sagen, war da auch gegeben. Er hat einen Witz gehabt und die Kameraeinstellungen waren auch schön, hat verschiedene Themen berührt. War umfassend, muss man sagen, jetzt wirklich von allen Bewertungselementen, also vom Thema her, vom Filmischen her, von der Idee her, also er macht dann auch irgendwie so in einem Schild den grünen Daumen, also das hat dann immer schon so irgendwie einen Effekt, das war ganz gut. Der Charme des Schauspielers, der macht wirklich Lust, den Klimaschutz zu übernehmen in den eigenen Alltag, diesen Weg einzuschlagen.